Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Laura at the Movies. Seht mal, wo ich bin. Aber ich gucke mal eben, ob ich aufnehme, obwohl ich da ziemlich sicher bin. Egal, ich gucke nach, weil es wichtig ist. Oh, ich kann es immer noch nicht fassen. Oh, das ist so geil. Wo sind meine... Hallo? Darf ich bitte eben nachgucken? Achso, ich habe die ganze Zeit das Falsche angeklickt. Okay, ja, jetzt sehe ich es. Ich nehme auf. Oh, Leute. Ich kann euch das jetzt gerade leider nicht zeigen, wie ich das geschafft habe, weil ich das jetzt gerade dummerweise überspeichert habe, als ich laden wollte. aber ich habe es geschafft. Ich bin wieder drin. Ich zeige euch das gleich, wenn ich wieder draußen bin, wie ich das geschafft habe. Oh, ich bin so glücklich. YouTube, wie schön, dass es dich gibt. Wie schön, dass es andere Leute gibt, die das auch schon gespielt haben. Und... Oh, ich bin so selig. Ich bin sowas von selig. Ja! Oh Leute, ich freue mich so wie ein Schnitzel. Das ist so geil. Ja. Ich muss es nicht abbrechen. Ich hatte echt schon so Sorge. Ich war echt schon so drauf und dran, so sauer und verzweifelt, wie ich war, das Spiel sofort von neuem zu starten und schon mal so ein bisschen wieder nachzuspielen, weil ich einfach das unbedingt machen wollte. Aber es ist nicht nötig. Es ist nicht nötig. Ich glaube, meine Stimme war gerade ein bisschen zu laut. Ich habe mein Mikro gerade noch mal ein bisschen anders positioniert. Oh, da ist der zweite Schlüssel. Leute, komm her. Oh, ist das geil. Ich hab ihn. Der sieht aber irgendwie anders aus. Kann das sein? Gold Key, Silver Key. Okay. Hauptsache, sie passen, ne? Upsala. Ach, macht's doch nicht so schwer. Oh, ich kann es nicht fassen, Leute. Lol. Aber naja, gut. Das ist also nur ein Secret, aber egal, habe ich das Secret auch mal gefunden, ne? Oh, ich bin so froh, ich bin so froh. Und das Spiel geht auch echt nicht mehr lange, also dieser Film, besser gesagt. Wir kommen bald zu, der Mumie. Direkt hier nach. Und ihr werdet es erleben. Mit mir. Zusammen. Yay. Oh, es ist so schön. Es ist so wundervoll. Es ist einfach nur... Haha. Genau, ich habe richtig gesehen. Ein kleines Mini-Pack. Das können wir doch immer gut gebrauchen und nehmen wir dankbar an. Frage ist nur, wie komme ich wieder runter? Ich weiß es nicht. Obwohl doch natürlich ich... Oh. Da müssen wir wohl nochmal mit dem Seil schwingen, würde ich mal annehmen, ne? Hier unten. Will ich eigentlich nicht, aber naja, was soll's, ne? Was tut mir nicht alles für einen sicheren Rückweg? Genieß noch einmal diesen schrecklichen Raum, weil wir nochmal ihn betreten durften. Ach, das ist echt, also das ist... Wow. Ich kann es echt immer noch nicht fassen, Leute. Ich kann es nicht fassen. Ich zeige euch gleich mal das ganze Geheimnis, wie ich hier hingekommen bin. Das ist echt so dumm. Wie soll man darauf kommen? Ich hätte es niemals vermutet. Also wirklich, wenn YouTube nicht wäre, wenn ich YouTube nicht hätte und ich nicht eins und eins zusammenzählen könnte, weil der oder die es gemacht hat, wirklich zuerst einen anderen Schlüssel geholt hat und ich dachte so, scheiße, ich muss echt alles nochmal machen. Aber nö. Wie gut, dass ich gespeichert habe. Miau. Ja, komm, hör auf zu schwingen, du olle Tante. Geh runter mit deinem hübschen Popöchen. So. Ein bisschen nach links. So, nochmal. Und schwingen. Eins. Zwei. Und die letzte Zahl und wunderbarste von allen ist die Nummer 3. Warum schaffe ich das jetzt nicht mehr? Ich bin doch da vorher ausgesorgtes rübergekommen. What the fuck? Ich verstehe es nicht. Und ich denke ihr auch nicht.
Ich drehe mich jetzt mal gar nicht. Ich schwinge einfach direkt. Was haltet ihr denn davon? Vielleicht bin ich auch nicht dreimal, sondern ein bisschen öfters geschwungen. Na, so, komm. Ich mache eine andere 3. Ach, seht mal, jetzt geht's nämlich auch, ne? Es ist seltsam, es ist seltsam, es ist sehr seltsam. Oh, ich bin so froh. Jetzt hätte ich bei dir gesagt, ich bin so goldig. Aber egal, ob ich goldig bin oder sonst irgendwas. Hauptsache, ich hab's geschafft. Aua. Dieser Schalter war nämlich das ganze Geheimnis, ihr Lieben. Diesen Schalter da oben rechts, den musste ich noch einmal umlegen und schon ging das Tor hier vorne wieder durch das Drehrad auf. So einfach und bescheuert kann es manchmal echt sein. Ja, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber was soll's. Also es war irgendwie anscheinend ein Fehler vom Spiel oder... Nee, gar nicht. Es war kein Fehler vom Spiel. Ich habe alles richtig gemacht. Genau, die andere Person in dem Walkthrough hatte das nur vorher schon gedreht. Also, was habe ich... heißt gedreht? Ich erzähle einen Schwachsinn. Nee, vorher den Hebel gezogen. Dann sich den anderen Schlüssel geholt, den ich mir zuerst als zweites Sitz geholt hatte. Dann nochmal den Schalter umgelegt und dann ging das Tor. Und dadurch bin ich auch darauf gekommen, ach so, ja, okay, der Schalter ist dafür verantwortlich, weil ich habe das ja nicht gerafft. Als ich den umgelegt hatte, da wurde das ja gezeigt. Und ich habe mich nur gefragt, ja, warum wird das denn gezeigt? Das ist doch total sinnlos. Was wollen die jetzt von mir? Aber okay, so ergibt natürlich alles einen Sinn. Und wie gut, dass ich noch einigermaßen Orientierung hier habe. Also meine Orientierung hat sich, glaube ich, ein bisschen gebessert. Ich habe nicht mehr Orientierung wie eine Currywurst. Ja, wieso ist denn das Tor jetzt zu? Ach nee, ist ja offen. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil. Alles klärchen. So, dann wollen wir mal durch diese rauschende Tür gehen, ne? Denn wir haben ja jetzt zum Glück beide Schlüssel. Gibt es einen Hinweis, welcher wohin muss? Nö. Sieht für mich jedenfalls nicht danach aus. Aber sie werden wohl beide da irgendwie passen. Obwohl es echt nicht nach Schlüssellöchern aussieht, ne? Aber soll mir ja egal sein. Hauptsache, die beiden Schlüssel passen und wir kommen weiter. Und es geht weiter. Speichern. Ich denke mal, wir werden jetzt den nächsten Film betreten. Aber noch nicht sofort. Hallo? Oh, Dschungel. Übertrieben. Na, da haben wir den schönen Ladescreen. Das waren ja diese Bäumchen. Muss ich da jetzt noch hinspringen oder wird das nur zum Spaß gezeigt? Es wurde nur zum Spaß gezeigt. Das ist gar nicht die Mumie. Das ist was anderes. Blood Mummy's Tomb. Oder Blood from the Mummy's Tomb. Irgendwie so.
Lol. Was war das denn? Okay, das machen wir gleich nochmal. Wir müssen diese scheiß Cutscene leider nochmal mit angucken. Alter, wie soll ich aus diesem Hubschrauber rauskommen lebend? Was soll denn das? Der Hubschrauber schien auch leichte Probleme irgendwie zu haben, ne? Das können wir uns jetzt nochmal ganz schön angucken. Nochmal in voller Länge. Dann speichere ich aber natürlich sofort im Hubschrauber ab. Ernsthaft, wie soll man da denn sicher runterkommen? Bescheuert. So, und nochmal. Ich weiß nicht, wo ich hinfliegen soll. Ich drehe mich sinnlos im Kreise, auf Zigeunerweise. Ich will hier landen, auf dem Felsen. Aber nee, ich überleg's mir nochmal anders. Ich flieg nochmal woanders hin. Aber vorher drehe ich mich nochmal bescheuert. So, und jetzt gehe ich runter. Nee, rausspringen muss ich auch nicht. Also vorsichtig runterlassen ist, glaube ich, schon nötig. Ja, hier steht jetzt nochmal Blood from the Mummy's Tomb. Also ich kenne diesen Film nicht. Und Hubschrauber, du bist sehr laut. Wie soll man das denn machen? Hallo? Ah, okay. Ach, das geht jetzt, oder was? Keine Ahnung, ob das so geplant war, aber es hat funktioniert. Aber fies, dass man hier gleich so zu Beginn so viel Energie verliert. Oh, du bist laut, flieg weg. Du bist doof. Wo muss ich überhaupt lang? Okay, da oben ist eine Höhle. Wahrscheinlich müssen wir dahin. Und ich hoffe, man versteht mich bei diesem lauten Hubschraubergeräusch hier. Alter. Miep. Remember, Lara, Professor Fogg, in his last communication, informed us of the discovery of the location of the keys to open the temple in the lake area and inside the big pyramid. Be careful. I believe something horrible has happened to have lost communications. We do not have any new information about him or his men since a week ago. When you have found the small statue of the Cat Queen, which you want so much, I will come and get you. Alles klar, danke schön. Ich habe zwar so gut wie nichts verstanden, aber passt schon. Okay. Muss ich hier was machen? Ich meine, dass ich hier so eine besondere Ansage kriege und so muss ja was zu bedeuten haben. Remember, Lara? Also in der Nähe der Lake Area, da sind dann irgendwie Schlüssel oder sowas. Oder was? Und wenn ich die Schlüssel habe, dann kommt er und holt mich, so nach dem Motto.
Mir war klar. Was ist denn das hier? Muss ich hier überhaupt hoch? Will ich hier hoch? Fragen, die keiner beantworten kann. Ja, Hubschrauber, flieg doch mal endlich weg. Keiner mag dich. Hä? Ach so, okay. Lol. Muss ich hier überhaupt was machen? Ich speichere erstmal. Ja, ich glaube, wir müssen irgendwie anders dahin kommen. Also von hier aus kommen wir wohl nicht zur Höhle hoch. Schade. Wäre ja auch zu einfach, ne? Ist ja klar, das wäre ja total doof und langweilig und viel zu leicht. Okay. 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 Natürlich kann man hier nicht zufällig hochklettern, oder? Das wäre ja zu leicht. Ja, natürlich wäre das zu leicht. Das geht natürlich nicht. Nee, 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 nee. Da oben stehen kann man aber auch. Fragt sich nur, wie man da irgendwie hinkommt, dass man da irgendwie stehen kann. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wenn Lara mal mitmachen würde. Och, Lara. Mach's doch nicht so schwer. Warum hält sie sich nicht fest? Ich will, dass sie sich da festhält. Und zwar sofort. Warum? Mann. Man muss sie doch irgendwie hochkommen können. Können wir doch nicht erzählen hier. Was war das denn, Lara? Aber ich verstehe jetzt echt nicht, wieso man sich da nicht dingensen kann. Das ist doch total unlogisch. Ich versuch's nochmal. Ja, so nicht. Und so auch nicht. Warte, warte mal. Das kann doch alles nicht sein. Das kann doch alles nicht sein. Es kann doch nicht angehen, dass ich zu Beginn des Levels gleich schon nachgucken muss, wie es weitergeht. Ich meine, ich bin ja froh, dass ich überhaupt in diesem Film gelandet bin, dass ich nicht das Let's Play nochmal von neuem starten musste, ne? Aber ich verstehe es nicht. Und warum sich hier auch die Kameraperspektive ändert, erstmal, ne? Das verstehe ich auch nicht. Ich weiß es nicht, Uppsala. Hä?
Ich stehe auf dem Schlauch, Leute. Meine Vermutung ist doch wirklich ganz klar, dass man einfach nur da auf diesen Felsen muss, dann Rückwärtsseite auf den und dann kann man sich da oben festhalten. Das würde Sinn machen. Das Problem ist nur, dass das so nicht funktionieren tut. Ich weiß, es war gerade ein schreckliches Deutsch mit funktionieren tut, aber ich meine, was soll ich tun? Ich komme nicht hoch genug. Und wenn ich hoch genug komme, hält sie sich ja trotzdem nicht fest. Das ist das Problem an der Sache. Menno. Ich habe echt keinen blassen Schimmer, wie das... Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Auch nicht so ganz. Na komm. Na komm. Ach komm schon. Ah. Seht ihr wohl. Aua. Oh. Aber irgendwie so in der Art auf jeden Fall. Aber gut, Leute, ich mache dann hier erstmal einen Cut, denn der dürfte jetzt lang genug schon wieder sein, der Part. Und ja. Ich hoffe, wir kommen beim nächsten Mal hier dann etwas weiter. Und Lara, du siehst geil aus. Also bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Macht's gut. Bye, bye.